Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Da Vincis Verschwinden. Ach ja, ganz vergessen, es gibt ja gar keine zweiten Folgen sozusagen mehr, weil ich ja jetzt über 15 Minuten wieder hochladen darf. Und ja, ich weiß nicht, ob mir YouTube das Recht jetzt doch schon wieder entzogen hat, aber ich glaube nicht. Also hat das doch noch in eine Folge gepasst. Seht ihr, da ist das doch schon ein bisschen gut, also so für 9 Sekunden muss man nicht unbedingt ein neues Video nochmal machen, deswegen. Also gehen wir jetzt mal rein, wir haben jetzt alle 5 Gemälde und versuchen sie mal zu entschlüsseln. Habt ihr etwas gefunden? Das nichts. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Adlerauge. Ezio, benutzt eure Gabe. Davon wisst ihr also auch? Da Vincis Geheimcode. Leonardos versteckte Zeichnungen zusammensetzen, um den Eingang zu den Katakomben mit dem Tempel der Pythagorea zu finden. Den Eingang zu den Katakomben in weniger als 5 Minuten finden. Okay, krank. 3 Hinweise gefunden. Nach Zoom wieder auch nein. Okay, erstmal den Rand hier absuchen. Da, hier, Dings. Da sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Okay, zeig mal her hier. Nicht so schnell. Hier ist noch eine. Und zack. Dieses wurde vollständig abgesucht. So, zeig mal her hier, Eingabe zoomen. Jetzt ist alles grün. Ach komm, wir machen es einfach so frei, das geht wahrscheinlich irgendwie schneller. Ist irgend so ein blauer Scheiß nur. Okay. Das ist irgendwie schon ein bisschen schwerer, wie es aussieht. Warum ist hier überall dieses Blaue? Hier ist was. Hier ist eine Zeichnung. 2 Hinweise nur diesmal. Auch noch mit Zeitdruck hier. Ist doch alles hart. Oh. Eigentlich haben wir ja schon alles abgesucht, aber haben wohl was übersehen. Ich würde ja sagen, hier irgendwo, aber... Ach man, wo ist es? Verdammt. Muss irgendwie konzentrierter sein. In diesem waren auch 2 versteckt. So, zeig her. Weiter geht's, auch 2. Okay. Also war es doch richtig mit dem Adlerauge. Wie immer. Leonardo hat echt alles erzählt. Da ist eine Zeichnung. Deswegen wissen die Hermetiker wahrscheinlich auch davon, weil Leonardo den auch erzählt hat. Und die Hermetiker haben den wahrscheinlich auch irgendwie erpresst und so und mitgenommen. Deswegen ist er auch verschwunden, der Da Vinci. Wahrscheinlich.
Auch zwei Hinweise, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ich habe einen. Zack. Und, da. Ich habe zwei gefunden. So, und das letzte, ist wo? Da ist es. So, schnell, noch volle Synchronisation. Ja, eins. Hab eine. Komm schon, ich will noch volle haben. Ja. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Müssen wir das auch machen? Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein. Fuck. Stücke sind beim Brand der Villa verloren. Nehmen, ablegen, drehen, zurücksetzen. Ach du Scheiße. Immer mit dem Rand anfangen. Irgendwie drehen. Boah, Position 1 und Ende. What the fuck? Wo ist es? Da. Okay, das passt so aber nicht. Okay, okay, okay. Ah, mein Gott. Passt es auch nicht? Ja, toll, das war's, Leute. Naja. Ja, ich weiß, volle Synchronisation, bla bla bla. Ach, hier unten kann es ja auch noch sein, stimmt. Ich geh mal weg hier. Vielleicht hier irgendwie. Ist das da oder hier oder das sieht gut aus. Naja, wir haben jetzt sowieso verkackt, also das kann ja was werden. Vielleicht hier. Ja. Okay, und so viel haben wir nicht mehr, verdammt. Nee, es muss irgendwie gespiegelt werden. Aber das ist ja auch falsch. Jetzt haben wir noch drei mittlere, das heißt, okay. Okay. Das muss doch irgendwie übereinstimmen, ey. Oder vielleicht muss das hier hin. Ja. Ah, okay, okay. Na doch, da war's doch. So. Nee, das sieht auch falsch aus. So und zack. Bin ich
Ich fertig, Ende, rück. Nö, ich bin nicht fertig, verdammt. Vielleicht irgendwie noch umdrehen, na toll, jetzt können wir... Nein! Jetzt bin ich auf Zurücksetzen gegangen. Leute, ich schneide es und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Okay, Leute, ich habe fast alle Teile gespiegelt. Das macht zwar noch alles Sinn hier, aber es ist doch irgendwie trotzdem falsch. Moment. Irgendwie... Ah, na. No. Ich bin schon wieder auf Entfernen statt auf Ende gegangen. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ciao. Okay, ich muss noch zwei Dinger jetzt einsetzen und ich werde diesmal nicht Ende drücken oder versuche es auf jeden Fall. So, zack. Und dann noch hier irgendwie das letzte rein. Mann, sag ich doch. Nur gedreht. Also ich habe es nur falsch gemacht. Das zeigt ja auch an, dass da Norden ist. Eingabe fortsetzen. Okay. Hier, der Eingang zu dem Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Durch diese Ladesequenzen, durch diese kurzen Lags wird auch, glaube ich, manchmal die Synchronität verlangsamt oder so. Aber egal. Ja, vor der Synchronisation fehlgeschlagen. Das weiß ich auch. Das muss ich dann nochmal wiederholen. Ha, wenn ich wieder... Können wir jetzt zu dieser Leonardo-Bank gehen und dann kommt Leonardo an und sagt, ja, ja, bla bla bla. Wie dumm. Okay, da ist es auf jeden Fall. Ja, okay, das können wir nochmal ausprobieren vielleicht. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich gehe da einfach mal hin. Da kommt so Leonardo an, labert so. Und dann sage ich, nein, du kannst nichts mehr bauen. Dann geht er weg. Ich habe nichts mehr, was ich dir bauen könnte. Bla bla bla. Dumm. Okay. Was wollen wir dann überhaupt in den Katakomben? Ist da Leonardo dann? Ich meine, der sucht ja nicht danach. Der wurde ja irgendwie entführt oder so. Oder vielleicht... Ach, keine Ahnung. Er war so aufgeregt, dass er endlich gefunden hat, was er gesucht hat. Dass er dann voll ausgerastet ist oder so. Hm. Naja, okay. Probieren wir es mal aus. Die nächste Story-Mission machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Aber das will ich jetzt noch sehen. Das... Also das ist jetzt der größte Bug, den es gibt. Du hast bereits alles, was ich für dich entwerfen könnte. So dumm, ey. Geil, daran haben sie nicht gedacht, ey. So dumm. Naja, okay, wir sehen uns dann da bei der Mission in der nächsten Folge wieder, da in die Richtung ist sie. Also, bis dann. Bam.